Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen der Humanismusstiftung Berlin. Mein Name ist Manfred Isemeyer, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Und das Format Salon ist eng verknüpft mit der europäischen Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Idee des Salons lautet im Kern so: Es treffen sich Menschen wie wir unterschiedlicher Herkunft und gesellschaftlicher Stellung im privaten Rahmen, um sich auszutauschen, Meinungen und Gedanken. Der Salon ist so etwas wie ein verlängertes kulturelles Wohnzimmer, in dem Diskurs, Kultur und auch Geselligkeit gelebt werden. Es ist gewissermaßen auch ein Schmierstoff für die Gesellschaft. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, angesichts von Globalisierung, Technisierung und der Anonymisierung der Gesellschaft, ist das ein notwendiges Mittel, damit wir uns untereinander in dieser Gesellschaft auch verstehen und auch die Kompromisse eingehen, die notwendig sind. Unser heutiges Thema ist ein aktuell politisches und juristisches, gleichwohl ein sehr persönliches Thema, nämlich unser Umgang mit Tod und Sterben. Nicht nur die Mächtigen, Kaiser, Pharaonen und Päpste wollten unsterblich sein, sondern in jedem von uns steckt eine gewisse Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Dieses Streben hat erstaunliche Kunstwerke, reiche religiöse Traditionen und einen bewundernswerten Fortschritt der Wissenschaft und der Medizin hervorgebracht. Sein Ergebnis ist die menschliche Zivilisation. Was tun Menschen heute nicht alles für ihre Unsterblichkeit? Die einen glauben an das Paradies, andere an die Wiedergeburt, lassen sich einfrieren, um eines Tages eventuell wieder aufzuerstehen. Ich persönlich finde, es hilft, das Leben wie ein Buch zu verstehen. Genau wie ein Buch von zwei Klappseiten umgeben ist, dem Anfang und dem Ende, ist unser Leben von der Geburt und dem Tod begrenzt. Es hat keinen Sinn, glaube ich, sich vor dem zu fürchten, was außerhalb dieser Klappdeckel liegt. Ganz gleich, ob es vor der Geburt oder nach dem Tod ist. Schon der griechische Philosoph Epikur wusste, dass wir das können. Die Angst vor dem Tod sei natürlich, aber nicht rational. Der Tod, so Epikur, ist für uns ein Nichts. Solange wir da sind, ist er nicht da. Und wenn er da ist, sind wir nicht mehr. Die Angst vor dem Sterben und Tod begleitet auch den modernen Menschen ein Leben lang. Letztendlich kann nur jedes Individuum selbst bestimmen, wie er mit seiner Sterblichkeit umgehen will. Ich meine, die Selbstbestimmung am Lebensende ist ein hohes Gut, das jeder Mensch nach seiner religiösen, weltanschaulichen oder biografischen Überzeugung realisiert werden sollte. Und damit befinden wir uns schon in der aktuellen Debatte um den medizinisch assistierten Suizid in Deutschland. Um die Sachverhalte und Position in dieser Debatte, um sie besser verstehen zu können, haben wir Betroffene und streitbare Sachverständigen eingeladen, mit denen wir auch diskutieren wollen. Durch den Abend wird uns Gitta Neumann führen. Die meisten von Ihnen werden sie kennen. Bis zu ihrem Ruhestand Referentin bei HVD, Medizinethikerin und oftmals in Medien im Punkt präsent zu den Themen Patientenverfügung und humane Sterben. Liebe Gitta, dein Podium ab jetzt. Ich danke dir, lieber Manfred. Ja, meine lieben Freunde, Mitglieder des HVDs, des Förderkreises der Stiftung Humanismus und andere liebe Gäste. Ich möchte zunächst mal Ihnen mitteilen, was der international renommierte Palliativmediziner Borasio zu unserer Situation hier in Deutschland gesagt hat. Er sagt nämlich, nirgendwo auf der Welt würde es eine solche Unklarheit und Widersprüchlichkeit über die Suizidhilfe geben wie in Deutschland, was diesbezügliche nämlich Geboten
erlaubt oder rechtswidrig sei. Und in dieser Situation befinden wir uns heute. Deshalb möchte ich auf jeden Fall das Thema begrenzen. Es ist schwierig genug, da sich einigermaßen Durchblick zu verschaffen, tatsächlich auf die Suizidhilfe. Also nicht auf die Sterbehilfe, das wird ja oft mehr oder weniger synonym verwendet, nicht auf die Sterbehilfe oder auch die sogenannte aktive Sterbehilfe im Sinne einer Tötung auf Verlangen, wie wir sie ja in den Benelux-Ländern erlaubt haben und dort auch praktiziert wird, sondern auch die Suizidhilfe, wie sie namentlich in zwei Ländern, nämlich in Deutschland und in der Schweiz, bislang in ähnlicher Weise möglich war. In Deutschland haben wir jetzt eine sehr restriktive Regelung bekommen. Aber was ich auch da nicht möchte heute, weil es zu kompliziert wäre, das Recht auf Behandlungsverzicht, das ist auch ein ganz wichtiges Thema und eine ganz wichtige Möglichkeit zum humanen Sterben. Dazu finden Sie draußen im Foyer Unterlagen unserer Abteilung, unserer Zentralstelle Patientenverfügung. Da würde ich Sie bitten für heute, sich dort zu informieren. Also bis vor kurzem, nämlich genauer gesagt bis Dezember 2015, hatten wir in Deutschland eine ziemlich ähnliche Situation wie in der Schweiz. Die war nämlich sehr liberal. Und diesbezüglich freue ich mich ganz besonders, eben wegen dieser Parallele, tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall einen Schweizer Gast heute hier begrüßen zu dürfen, nämlich den Jakob Jarosch aus Zürich angereist. Sie hatten im Programm gesehen, dass für Sterbehilfe Deutschland heute eigentlich der Rechtsanwalt Thorsten Benzini auf dem Podium sitzen sollte. Gestern bekamen wir die Nachricht, schwerst erkrankt, und ich bin also Sterbehilfe Deutschland und insbesondere Ihnen, Herr Jarosch, wirklich dankbar, dass Sie da mehr oder weniger so schnell eingesprungen sind. Ja, kein Wort gesagt, schon Applaus. Am besten sprechen Sie heute gar nicht mehr. So, also viele von Ihnen wussten oder wissen es vielleicht immer noch nicht, dass tatsächlich die Suizidhilfe bis vor kurzem, also bis vor 2 Jahren in Deutschland, seit über 150 Jahren überhaupt nicht strafbewehrt war. Warum wussten wir oder wissen wir davon alle nichts? Weil es das Tabu gab. Das vor allem die kirchlich zementierte Tabu war so wirkungsmächtig, dass man das Strafrecht eigentlich gar nicht brauchte. Weil kein Mensch, erst recht kein Arzt, kam ja auf die Idee, also überhaupt über Suizidhilfe schon gar nicht, ein Wort zu verlieren. Und das änderte sich dann auf einmal so, man kann schon sagen, Anfang der ersten Jahre dieses Jahrtausends, durch unerschrockene, mutige Ärzte zum einen und durch das Aufkommen von 2 Suizidhilfeorganisationen, auch auf deutschem Boden, nämlich zunächst bei Dignitas, die in Hannover eine Dependance aufgemacht hat, und dann 7 Jahre später, glaube ich, Sterbehilfe Deutschland in Hamburg. Vorsitzender ist bis heute dort der Jurist Dr. Roger Kusch. Den Namen haben Sie wahrscheinlich schon alle gehört. Also dadurch bedingt bröckelte das Tabu. Und wenn es einmal anfängt zu bröckeln, das ist eben der Lauf der Dinge, dann fällt es auch irgendwann. Und dem war auch so. Also es häuften sich mehr oder weniger die Suizidfälle, Hilfefälle, die auch dann öffentlich bekannt wurden. Und dann kam man natürlich seitens des Gesetzgebers auf die Idee, da müssen wir jetzt ein Strafgesetz auf einmal nach 150 Jahren doch etablieren, was dann ja im Dezember 2015 auch geschah. Das ist insofern sehr, ich komme ein bisschen näher, damit Sie mich besser verstehen. Bemerkenswert, weil es wirklich gegen den Willen der Bevölkerung steht. Also alle, es gibt zig Umfragen, alle sind sich einig, dass mindestens 2/3 der Bevölkerung die Möglichkeit, nur die Möglichkeit für sich in Anspruch nehmen können möchten, bei schwersten Leiden auch ärztliche Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Insofern ist das ein bemerkenswerter ja, rechtsstaatliche oder demokratische Angelegenheit. So, und nach dem neuen, also 2005 ins Leben gerufenen Paragraphen 217 ist es nun so, dass organisierte und oder fachgerechtes Anbieten oder Gewähren von Gelegenheiten zum freiwilligen Suizid mit Gefängnis bis zu 3 Jahren verurteilt werden. Dieses Gesetz wird aber zurzeit noch, inzwischen seit 2,5 Jahren, da lässt man sich natürlich immer Zeit, vom Bundesverfassungsgericht geprüft, ob das überhaupt verfassungsrechtlich zulässig ist. Ja, noch ein anderer rechtlicher Aspekt. Ich mache das auch ein bisschen, weil Herr Benzin ja Jurist ist und eigentlich diesen Part hätte noch übernehmen sollen. Der andere bemerkenswerter Aspekt in unserer widersprüchlichen Rechtslage, die Professor Borasi ausgeführt hat, besteht darin, dass wir seit Anfang März, also dann über ein Jahr nach dem Strafrechtsparagrafen 217, eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig wurde dort verkündet, man kann sagen überraschenderweise, und zwar des Inhalts, dass sozusagen, soll ich mal sagen, nicht Anklage erhoben, aber es stand dort zur Debatte, dass der Kläger, übrigens unterstützt von der Sterblichen Gesellschaft Dignitas, nach 12 Jahren dort bei dem Bundesverwaltungsgericht vortragen durfte, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Natrium Pentobarbital in besonderen Notfällen abgeben sollte an Schwerstleidende. Und tatsächlich diese Klage ist dann bestätigt worden vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und zwar ohne die Möglichkeit einer Revision, sprich, das ist jetzt geltendes, oberstes bundesgerichtlich bestätigtes Recht. Und dieses Institut, was da zur Debatte steht, das soll jetzt also Natrium Pentobarbital in bestimmten Fällen, es gibt da zwischen schon 100 Anträge, abgeben, macht es aber nicht. Das ist eine der, ja, das ist Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Ja. Das ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums, ehemals Gröhe, jetzt Spahn, und die schaffen das also, das auf die lange Bahn bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu ziehen. So, ich hatte gerade das Stichwort mutige, unerschrockene Ärzte erwähnt, und da möchte ich nun die beiden hier auf dem Podium Sitzenden ansprechen, aber nicht nur die beiden, sondern auch einen Arzt im Podium, den ich besonders begrüßen möchte. Das ist der Christian Arnold, hier ganz außen, sozusagen, kann wirklich sagen, der Pionier deutschlandweit und internationalweit bekannter Suizidhelfer. Vielleicht werden wir noch mal eine andere Gelegenheit haben für ein anderes Forum. Du hattest ja heute keine Lust. Auch mal zuhören ist auch mal schön. Dafür gibt es einen guten Grund. Ah, gibt es auch mal einen Grund, ja, ja. Ganz anderen. Ja, ja, ja. Okay, also deshalb zu euch oder Ihnen beiden. Hier direkt neben mir sitzt der Dr. Christoph Turowski, Arzt für Innere Medizin. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Turowski. Ich weiß, dass Sie nicht gerne in der Öffentlichkeit auftreten und das im Grunde uns zu leben mehr oder weniger machen. Sie brauchen auch nicht zu sagen, krieg auch Applaus. Sie sind ja, also ich würde mal sagen, in Berlin jedem bekannt durch diesen aufsehenerregenden Prozess. Also Sie hatten eine hausärztliche Praxis in Berlin-Steglitz, 30 Jahre lang. Unglaublich beliebt bei den Patienten. Man konnte es sehen, wie sie da im Prozess unterstützt haben und nur Gutes über sie gesagt haben. Und sind jetzt seit 3 Jahren im Ruhestand. In dem spektakulären Strafprozess vor dem Landgericht Berlin im ersten Quartal dieses Jahres
ging es darum, dass sie einer ihrer Patientinnen bereits 2013, sprich vor dem Strafgesetz 2017, schon 2013 Suizidbeihilfe geleistet hatten. Unser Staat macht dann 5 Jahre für Ermittlungsverfahren und ich weiß nicht was. Ja. Wird viel Geld investiert. Ne? Also noch vor dem neuen Strafrechtsparagrafen. Und sie haben voll und ganz vollumfänglich einen Freispruch erwirken können. Der Gerichtssaal jubelte, kann man wohl nicht anders sagen. Und das Agieren der Staatsanwaltschaft damals und leider jetzt nochmal erneut. Wir haben nämlich Revision eingelegt, das wissen wir seit kurzem, haben wir also dennoch Bedrohungsszenarien da auch zu befürchten. Ja, und rechts daneben begrüße ich ganz herzlich dich auch Allgemeinmedizin, auch am Schluss mit eigener Praxis in Kreuzberg, also alles sozial hoch engagiert. Hartmut Kleen und du, wir sind per Du, bist ja glaube ich noch nicht aktenkundig geworden, einschlägig, bis jetzt noch nicht, muss man sagen. Ja. Aber allenfalls theoretisch kann man schon sagen, dass du auch im Fokus von Ermittlungen stehen könntest. Obwohl dein Thema ist eigentlich nicht die klassische Suizidhilfe, sondern das sogenannte Sterbefasten, die ärztliche Begleitung zum Sterbefasten. Und darüber werden wir dann etwas von dir hören nachher. Zu meiner Linken begrüße ich den inzwischen von meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, zu meiner Rechten. Dankeschön. Man kann ja ruhig Fehler machen. Also nicht Herrn Benzin, sondern eben unseren besonderen Gast Jakob oder Jakub zwischen O und U, Jarosch, aus Zürich. Und Sie sind Geschäftsführer der dortigen Dependance von Sterbehilfe Deutschland und werden uns heute erzählen, was wir als Deutsche da eigentlich zu erwarten haben, was Sterbehilfe Deutschland eine Lücke gefunden hat, nun doch weiterhin auf deutschem Boden sogar Suizidhilfe zu ermöglichen. Hier hinten ja. Versteht man fast nichts. Oh ja. Ich dachte, wir haben Wasser, aber auch immer Wasser laufen. Okay, also ich bin auch jetzt, ich hoffe, die Herren sprechen etwas lauter und kräftiger. Unsere drei Gäste, vor allem unsere beiden Ärzte, zeichnen sich durch ein außerordentliches Engagement aus und ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, also sowohl für Patientenautonomie, für Fürsorge im Sinne von humanem Sterben, eingangs mal zu fragen, ob da eine bestimmte Motivation dahinter steht. Also zunächst mal möchte ich dich fragen, Hartmut, dann Herrn Turowski, und dann dürfen Sie aus Ihrer Sicht auch etwas sagen, Sie sind ja der Jüngste, vielleicht ist es bei Ihnen anders, aber wie kommt man als Arzt dazu, einer kleinen Minderheit von 99% aller Ärzte anzugehören, die also tatsächlich Suizidhilfe leisten. Es wird nichts verstanden. Ich bin Gott sei Dank fertig, vielleicht könnt ihr... Ja, ich versuche laut zu sprechen. Ja. Ich hoffe, es kommt an. Ja, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und habe schon in der Zeit, als ich in der Klinik meine Assistentenzeit dann absolviert habe, dann also in einer Klinik gearbeitet, in der der Chef dann aus den umliegenden Krankenhäusern immer wieder Patienten angenommen hat, die zum Sterben kamen, die also eine Infarktdiagnose hatten. Und ich habe damals gelernt, dann also auch mit diesem Thema umzugehen, so dass also die Patienten wirklich also sich auch gut aufgehoben fühlten. Und ich kann vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich fand das also auch großartig, wie da also auch die Abläufe waren.
Der Chef hat immer, wenn ein solcher Patient kam, dann also eine Konferenz einberufen. Da saß der Chef, da saß der Oberarzt, da saß also die leitende Krankenschwester, da war die Stationsschwester, da war ein Assistenzarzt, da war die Sozialarbeiterin und die ganze Familie von dem Betroffenen. Und auf die Art und Weise, wie dann also auch so eine Eröffnung stattfand, war das dann so, dass also mit der Frage, was haben die Ihnen denn erzählt, dann der Betroffene in aller Regel dann also sagte, ja, wissen Sie, die haben mir dann irgend so was erzählt, irgend so eine Geschwulst oder irgend so was. Und aber wissen Sie, ich habe Krebs. Und das war dann der Moment, wo eigentlich ein großer Schock da war, aber dieser Schock war insofern sehr heilsam, weil alle den gleichen Stand des Wissens hatten. Also man musste nicht um den heißen Brei reden und es war in dieser Situation dann, also gab es dann also einen Moment der Stille, wo dann also die Angehörigen dann also auch so mehr oder weniger entsetzt waren. Aber der Chefarzt hat es dann verstanden, dann in diese Atmosphäre hinein, dann also auch zu fragen, was sich also der Betroffene noch für Wünsche dann also auch zutraut, die sich erfüllen lassen. Das konnte eine Reise sein, das konnte sein, dass er mit irgendjemandem redet. Und das war dann so, dass im Verlauf dieser ganzen Sitzung dann also zum Schluss so eine Atmosphäre vorherrschte, dass derjenige, der dann also als Angehöriger dann mit einmal mit Aufgaben betraut war, dann also auch wirklich also auch tätig werden konnte und nicht einfach so in so einer passiven Rolle steckte. Und auf die Art und Weise war dann also auch für das Team alles klar und auf die Art und Weise habe ich also gelernt, wie ein Umgang mit Menschen, bei denen also ein schlimmer Tatbestand vermittelt werden muss, wie das gelingen kann, ohne das verletzend und ohne dass das also für den Betroffenen dann also auch sozusagen vernichtend sein kann. Ganz im Gegenteil, das war dann also immer so, die Versammlung löste sich auf und jeder wusste, was er zu tun hatte. Ich habe dann in späteren Zeiten, habe ich dann also, nachdem ich meine Niederlassung begonnen habe, dann in Kreuzberg, also auch immer wieder Sterbebegleitungen gemacht, also die Kollegen in der Umgebung, also meist Fachärzte wussten wohl, dass ich dann Sterbebegleitungen mache und ich kriegte dann also auch Patienten zugewiesen, die ich dann durch Hausbesuche betreute und denen also auch eine Sterbebegleitung angeboten habe. Da würde ich mal kurz unterbrechen, eigentlich wollte ich nur das Motiv wissen und wir wissen jetzt glaube ich schon in deinem Beitrag, ne? Ist richtig? Ja, so halber wegen. Dann schneide ich dir jetzt erstmal das Wort. Weil ich möchte eigentlich, dass wir alle mal kurz zu Wort kommen. Ja. Dann bist du dran. Ja. Kannst du noch weiter fortführen? Ja, also wir wissen jetzt gar nicht, wo du aufgehört hast. Ja, ich bin in meiner Praxis, habe ich dann also auch Sterbebegleitungen gemacht und das war eigentlich immer sehr erfüllend, habe ich also auch gerne gemacht und ich denke auch, dass mir da die Patienten und die Angehörigen sehr dankbar gewesen sind. Und nachdem ich dann aufgehört habe in der Praxis in Kreuzberg, habe ich dann für einen privatärztlichen Notdienst gearbeitet und dieser Notdienst hatte dann sehr häufig die Aufgabe, immer dann, wenn die Polizei hinter verschlossenen Türen einen Leichnam gefunden hatte, wurden die geholt und mussten dann eine Todesfeststellung machen. Und ich habe damals also eine Vielzahl von Fällen sehen müssen, die mich also tief betroffen gemacht haben. Also ich erspare mir jetzt also die konkreten Beispiele, aber das war so einer von den Punkten, wo ich mir gesagt habe, wie kann das sein, dass Menschen sich das Leben nehmen ganz alleine, also auch oft unter sehr unwürdigen Umständen. Und dann habe ich durch Zufall Dieter Neumann kennengelernt und habe dann also von dem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit dann erfahren und habe mir das dann also zur Aufgabe gemacht. Ich habe gedacht, es wäre umgekehrt gewesen. Ja, ich denke mal, das war mir am Ping-Pong. Genau, schönen Dank für die Motivation, war also die schrecklichen Suizid-Opfer, die du da gesehen hast, die durch aggressives und unfachmännisches Tun was am Leben geschehen sind.
Okay, schönen Dank. Ja, Herr Turowski, möchten Sie auch über Ihre Motivation etwas sagen? Zunächst, liebe Frau Neumann, vielen Dank für die Einladung und die freundlichen einleitenden Worte. Ich sitze das erste Mal auf einem Podium in dieser Art und bin insofern etwas angespannt. Ich hoffe, ich habe kein Blackout. Ja, zu meinem Weg, wie ich zu diesem Thema Sterben gekommen bin, ganz anders als Herr Klähen. Es hat mich eben sehr beeindruckt, was Herr Klähen sagte über seine ersten Krankenhausjahre. Muss ich sagen, es ist sensationell und in der Zeit bestimmt was ganz Ungewöhnliches gewesen. In meinen ersten Krankenhausjahren, ich war auf einer inneren Abteilung in Berlin, insofern auch sehr viel alte geriatrische Patienten, die am Ende ihres Lebens waren, die dann irgendwann sich aufgegeben haben, nicht mehr essen, nicht mehr trinken wollten. Und es war ein Reflex der Schwestern und auch der Ärzte bei der Visite, jetzt die Schnabeltasse und jetzt trinken diese mal einen Schluck. Aber die Menschen haben dann ein kleines Stückchen genommen, um sich die Zunge zu benetzen und haben dann den Mund zugekniffen oder sich zur Seite gedreht, haben deutlich gezeigt, wir wollen nicht mehr. Was ist geschehen? Sie wurden infundiert, wurden an den Tropf gelegt. Häufig haben sie sich dann die Infusion rausgezogen. Der nächste Schritt war, sie wurden gefesselt, damit das nicht wieder geschieht. Also eine ganz schreckliche Situation, die mich damals schon sehr belastet hat, wo ich versucht habe, mich dagegen zu stellen. Ich hatte Unterstützung eher von den Krankenschwestern, aber nicht von den Oberärzten und vom Chefarzt. Da musste Medizin gemacht werden im Sinne einer Lebenserhaltung und Sterbensverlängerung. Was anderes war es ja nicht. Ähnlich war das dann im selben Krankenhaus in meiner Zeit ein Jahr auf der Intensivstation, wo eben auch Schwerkranke, Schwerstkranke, auch Sterbende natürlich lagen, wo also in der Regel keine Anstalten unternommen wurden, die Krankengeschichte und die Lebenseinstellung und Sterbenseinstellung der Patienten selbst oder auch der Umgebung, der Angehörigen zu erfragen. Es wurde einfach gemacht, was jetzt medizinisch dran war. Und ich habe mich dann bemüht, die Anamnese zu erheben, wenn es ging, von dem Kranken selber, oft war das nicht möglich, sonst aus den Angehörigen zu erfragen, Lebenspartnern oder Kindern, auch zu fragen natürlich nach Patientenverfügung. Die waren damals Anfang der 80er Jahre noch nicht so im Schwange. Es kam so ganz langsam, es gab ganz vereinzelte Menschen, die hatten schon was schriftlich niedergelegt. Aber das war rechtlich damals nicht bindend. Da gab es jetzt noch nicht das Patientenverfügungsgesetz von 2009, § 1901a, der ist ja ganz entscheidend gewesen, dass das Patientenrecht dann auch zur Geltung kam. In meiner Praxisniederlassungszeit ab 1986 habe ich mich, wie Herr Klähen, auch bemüht, die eigenen Patienten auch im Sterben zu begleiten, wenn es ging, zu Hause, wenn die soziale Situation das möglich machte, mit den Angehörigen zusammen. Wenn eigene Patienten im Krankenhaus waren, habe ich versucht, mich da einzuschalten und zu gucken, was machen die da. Und im Rahmen eines Sterbeprozesses immer versucht, eine Therapiebegrenzung zu erreichen, was manchmal ganz, ganz schwierig war. Und ich habe da böse Kämpfe öfter ausgefochten. Also das ist so mein Weg, mich diesem Thema intensiver zu nähern und zum Prozess komme ich, glaube ich. Ja, jetzt zu Ihnen. Können Sie denn auch mit so einem Motiv aufwarten? Mit so einem nicht. In der Tat ist meine Motivation oder mein Motiv ganz anders. Ich kam
in diese Branche, zu diesem Thema im Jahr 2011, als ich noch Studierende auf der Universität in Aalborg in Dänemark gewesen bin, wo ich ein internationales Praktikum brauchte, um meinen Studiumabschluss zu machen. Und international hin und her, Hamburg war nicht weit entfernt von Dänemark. Und ich habe nämlich diese Anzeige im Internet gesehen, wo unser Vorsitzender des Vereins, Dr. Krusch, eben einen Praktikanten oder eine Arbeitskraft suchte. Und es hat mich als Nichtdeutscher überrascht, dass ein Verein Sterbehilfe in Deutschland überhaupt heißt. Und ich dachte mir, das ist irgendwie komisch. Aber im Nord habe ich da eine E-Mail geschrieben und ich habe mich erkundigt und festgestellt, dass es in Deutschland angeblich Sterbehilfe geben sollte. Und das war irgendwie für mich ein was ganz Neues, denn ich hatte deutsche Freunde und ich habe dann gefragt, wieso, gibt es bei euch Sterbehilfe? Und er sagt, nein, in Deutschland gibt es keine Sterbehilfe. Das ist alles strafbar, alles ganz verboten. Und so habe ich mich eben bei Herrn Krusch erkundigt und er hat mir das freundlicherweise juristisch, wie er es erklärt, dass Sterbehilfe in der Tat damals seit 150 Jahren in Deutschland erlaubt war. Da sie nicht verboten war, war sie in dem Rechtsstaat Deutschland erlaubt. Und so habe ich als Praktikant bei dem Verein Sterbehilfe angefangen und das ist jetzt über sechs Jahre her, dass ich dabei bin. Damals in Hamburg, heute in Zürich, bei dem Schwesterverein mit dem ähnlichen Namen SDHD, also die Abkürzung für Sterbehilfe Deutschland, sitze ich in Zürich und telefoniere ich mit Leuten und Interessenten, die über den Schweizer Weg aus dem Leben scheiden möchten. Okay, vielen Dank, Herr Rasch. Ja, ich möchte jetzt Ihnen ankündigen, wie ich mir das weiter vorstelle, und zwar gleich mit Ihnen weitermachen. Jeder soll jetzt etwa 10 Minuten, knapp 10 Minuten, die Gelegenheit haben, zu seinem Thema Stellung zu beziehen, also Sie zu Sterbe für Deutschland, Sie zu dem Prozess und zum Sterbefasten dann erklären. Da würde ich Sie bitten, noch nicht zu unterbrechen und dann, das ist mein fester Vorsatz, soll nur Ihnen als liebes Publikum die Gelegenheit hier angeräumt werden, Ihre Beiträge, Fragen, Anmerkungen zu stellen. Und das ist dann ganz wichtig. Aber erstmal würde ich Sie bitten, weiter fortzufahren. Und zwar, es gibt jetzt zwei Orte, Zürich und Hamburg. Wie hängen die miteinander zusammen, interessiert uns natürlich. Grund ist sicherlich für Zürich auch der Paragraph 217, der ja nicht nur Sie als Sterbehilfeorganisation betrifft, sondern eben auch Ärztinnen und Ärzte. Aber im Grunde ist der Paragraph ja eingeführt worden, vor allem im Sterbehilfe Deutschland und namentlich Herrn Krusch sozusagen den Garaus zu machen. Sie waren und sind bis heute ja die einzige Sterbehilfeorganisation, es gibt ja viele Schweizer, Dignitas auch, mit den Tonnhausen in Hannover, die aber alle nur in der Schweiz dann letztendlich die Suizidhilfe anbieten. Und Sie haben das ja jetzt mehrere Jahre lang auf deutschem Boden gemacht. Das war ja das, was Sie auszeichnen. Und soweit wir jetzt wissen, oder es gab da eine Pressemitteilung vor ein paar Wochen, haben Sie oder Herr Busch vermutlich eine Gesetzeslücke gefunden, dass Sie auch wieder Ihren deutschen Mitgliedern es irgendwie ermöglichen, doch hier zu Hause, bei sich zu Hause, Suizidhilfe zu bekommen. Uns interessiert, wenn es nicht stimmt, ich sage nur noch eine letzte Frage, uns interessiert natürlich, wie das funktioniert und zum anderen zu welchem Preis. Also die zweite Reihe und die Lücke und 2017 und Preise. Okay, also wenn ich was vergesse, sagen Sie mir, was ich nicht erwähnt habe. Also nochmal, um da das vorzusetzen zu der Geschichte. Ich bin eingestellt bei dem Verein SDHD in Zürich. Das ist der Schwesterverein von dem deutschen Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. mit dem Sitz in Hamburg.
der 3 Jahre älter ist als der Schweizer Verein. Also das ist der Ursprungsverein, in 2009 gegründet. Und als wir in 2012 die erste mahnende Stimme gehört haben, es sieht nicht gut aus um die Sterbehilfe. Die Informationen von der Presse sind immer düsterer geworden. Und bei einer unserer Konferenzen, die ausgerechnet in dem Jahr in Zürich stattgefunden hat, haben wir uns entschlossen, ganz spontan, prophylaktisch in Zürich einen Verein zu gründen. Denn man weiß ja nie, was passiert in Deutschland. Also sozialgesellschaftlich gibt es ja verschiedenste Entwicklungen und überhaupt. Und in der Tat, als hätten wir das gewusst, kam in 2015 Paragraph 217 Strafgesetzbuches und ungerne wurde uns weggegeben, dass es keine schlechte Idee war mit dem Zürich. Wir leisten, man kann es auch so sagen, seit 2009 in Deutschland Sterbehilfe als einziger Verein, das ist richtig gesagt worden. Im Jahr 2015, als im Dezember das Gesetz kam, haben wir, wie man in der Schweiz sagt, einen Unterbruch gemacht und aufgehört, Sterbehilfe oder wie bei diesem Podium jetzt wahrscheinlich bevorzugt ist, Suizidhilfe zu leisten. Nach Überprüfungen, juristischen Überprüfungen und 2 juristischen Gutachten, die wir uns geholt haben, von einem anerkannten Professor aus der Universität Tübingen, haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr, seit Februar, mit Suizidassistenz fortzufahren. Denn ich weiß nicht, ob man das als Lücke bezeichnen kann, auf jeden Fall gibt es zwei Absätze bei dem Paragraphen 217. Es ist ein ziemlich knappes Gesetz mit 2 Nummern und es hat uns überzeugt, diese Anwälte haben uns überzeugt, dass Sterbehilfe auf dem deutschen Territorium nach wie vor erlaubt oder möglich wäre, wenn man gewisses beachtet. Denn das Gesetz heißt geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung und nicht gewerbsmäßig. Ich bin kein Jurist, ich hätte geglaubt, es wäre das Gleiche, aber es ist offensichtlich nicht. Denn das Geschäftsmäßige drückt in diesem Falle aus, dass es auf Wiederholung orientierte Hilfe ist. Das heißt, man darf eine Person einmal beim Suizid helfen, aber ein zweites Mal ist es nicht mehr erlaubt. Das ist die Erklärung unserer Juristen. Und das heißt, hat ein Sohn 2 Eltern, darf man einem helfen, aber dem anderen nicht mehr. Also besser 2 Kinder zu haben als 1 Kind. Wenn man das so sagen darf. Ja. Was war jetzt? Also ja. Und im Februar haben wir vorgesetzt, eben Sterbehilfe zu leisten, mit einem kleinen Umweg. Wir dürfen als Sterbehilfeverein nicht mehr auf dem deutschen Territorium Sterbehilfe begleiten. Das heißt, unsere ehrenamtliche Sterbehelferinnen und Sterbehelfer dürfen nicht mehr auf Wiederholung orientiert, also mehr als einmal den Suizidwilligen zur Assistenz sein. Wir hatten auch vor 2015, vor dem 2017, auf 2 Weisen den Helfen geholfen. Entweder direkt über unsere Sterbehilfe und Sterbehelferin oder indirekt über Angehörige. Denn es gibt immer wieder Kinder und Ehegatten und nahestehende Leute, Freunde, die bereit sind, jemanden, die 2, in diesem Fall 2 tödliche Becher zur Verfügung zu stellen. Und diese Möglichkeit, diese zweite Möglichkeit, ist aus der Sicht unserer Juristen nach wie vor in Deutschland möglich. Also all diejenigen in Deutschland,
die so eine Person haben. Natürlich vielleicht nur die Hälfte von allen, denn nicht alle haben jemanden, der bereit wäre, den Nahestehende und Familie haben wir alle. Aber haben wir alle auch, sind alle die Leute auch bereit, jemandem zu helfen? Das kann sich jeder für sich beantworten, ob das so ist. Die Ausnahmefälle, wo es jemanden gibt, der bereit ist, die zweitägliche Bäcker zur Verfügung zu stellen, darf die Mittel in der Schweiz holen und selber in Deutschland die Suizidassistenz ausführen. Okay. Sie beraten ja, wie ich zufällig weiß, ich kenne nämlich immer den Vorbild von Weinbahn. Sie beraten ja, was ich zufällig weiß, wenn jemand von 14 Tagen oder 10 Tagen bei Ihnen war, habe nur Gutes von Ihnen gehört, dass Sie sehr ergebnisoffen raten und da sogar gesagt haben, nee, werd mal lieber nicht hier mitgeht. Aber meine Frage ist jetzt folgende, die Beratung oder die Förderung könnte doch auch schon im Umkreis der Suizidhilfebestrafung stehen. Da gibt es doch Schweizer, die Angst haben, jetzt nach Deutschland zu fahren. Haben Sie auch Angst, hier nach Deutschland zu fahren? Also oder jetzt hier zu sitzen? In der Tat ist es umstritten. Es ist unklar. Es ist unklar und es gibt keine Präzedenz dafür, welche Konsequenzen sogar solche Veranstaltungen haben könnte. Es ist nicht nur ich, sondern auch Sie als Veranstalter in Gefahr, ob Sie nach 2017 Sterbehilfe fordern. Ja, die Beförderung ist wirklich umstritten. Wir legen viel Wert, dass sehr heikle Themen von der Schweiz aus besprochen werden. Also unsere Mitarbeiterin, Frau Stellmann, die in Hamburg Telefonassistenz leistet, unter anderem, weiß in vielen Fällen, wo es um Konkretes und Heikles geht, auf den Verein in der Schweiz hin und leitet das Telefon eben nach Zürich. Denn einiges soll man nach dem Paragraphen in Deutschland nicht besprechen. Und wie präzise das auch durchgesetzt wird von den Behörden, lässt sich nur in der Zeit zeigen. Ich glaube, zurzeit ist es nicht so heiß bei den Behörden, aber das ist nur unsere Behauptung. Wer weiß, was dahinter steckt, ist nach wie vor unklar. Okay, Sie haben also keine Angst, das freut mich. Wir haben auch keine Angst. Also wir warnen eigentlich auch davor, jetzt vorauseilenden Gehorsam in unseren Hospizen, darf man noch nicht mal das Sterbefasten mehr begleiten. Also wenn man streng nehmen würde, die Berliner Aidshilfe hat mich auch schon eingeladen, ob Sie überhaupt noch beraten dürfen, dass es Suizidhilfe gibt und so weiter. Also da dürfen wir uns, glaube ich, wirklich nicht ins Boxhorn jagen lassen und jetzt überall Strafbarkeit sehen. Das sehe ich auch so. Vielleicht noch die letzte Frage. Oder Ihr Kollege, wenn man so will, Ludwig Minelli von Dignitas, ist ja, wer das verfolgt hat, unlängst auch vor Gericht. Müsste der sich verantworten? Dann ist eine ganz andere Frage. Haben Sie sich alle geeinigt, mehr oder weniger, auf den gleichen Preis? Nämlich 9.000 Euro, so plus minus. Dass da keine Konkurrenz so zwischen allen ist, ja? Ludwig Minelli von Dignitas stand vor dem Gericht in der Schweiz vor ein paar Wochen und wurde auch in jeder Hinsicht freigesprochen. Wir haben uns, und das Thema war Geld, waren die Finanzen. Es ist ein umstrittenes Thema nach wie vor, auch ein Hauptargument von allen Gesetzgebern. Wie ist das mit den Finanzen? 9.000 Euro ist ist die Höhe des Mitgliedsbeitrags. Für jemanden, der ohnehin sofort Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Es ist bei anderen Vereinen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, es kommt auf die Details immer an, aber ungefähr so. Und ich kann Ihnen sagen, die 9.000 Euro sind zum Beispiel bei unserem Verein, ich kann nicht für andere Vereine in der Schweiz sprechen, auf Dauer zu wenig. Wenn wir leben noch als Verein ein bisschen noch von
unseren Finanzen, als wir aktiver in dem Jahr 2012 bis 2015 waren. Denn wenn alles so weitergeht, werden wir mit 9000 Euro pro Mitglied werden wir nicht überleben. Es kann für den Individuellen eine extrem höhere Summe sein. Es ist nicht wenig Geld. Zum Beispiel, vor allem ist es mehr Geld hier, als es in der Schweiz wäre. Und trotzdem reicht es nicht aus, denn 9000 Euro heißt alles inklusiv. Schon die Kosten eines Gutachters, alle die Erzkosten werden von uns übernommen und wir müssen den Ärzten eben mindestens 1500 Euro mindestens zahlen. Dann gibt es natürlich andere Kosten, denn ich bin angestellt, ich bin in der Schweiz der Einzige, wenn Sie sich unsere ethischen Grundsätze anschauen, arbeitet unser Vorstand ehrenamtlich. Also ich bin nicht im Vorstand, ich bin angestellt als Geschäftsführer und ich koste Geld. Das Geld kostet unsere Geschäftsstelle in Hamburg, das Geld kostet die Juristerei. Wir vertreten zwei unserer Mitglieder vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe, wo wir gegen Paragraphen 217 angeklagt haben. Diese Kosten, ich darf es nicht sagen, aber es sind Zehntausende von Euro. Ich kann Ihnen sagen, 9000 ist die Höhe. Es ist ja Lobbyarbeit, wir danken ja Sterbebedeutung, dass Sie heute hier, ohne dass es jetzt dem Veranstalter einen Pfennig kostet. Ich sage es nochmal als Beispiel, es ist ja nicht nur die Leistung, es ist ja der ganze Verein, der jetzt sich, wie Sie auch sagen, die Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht und. Okay, danke für die. Möchte ich Vielleicht nur ein Satz, der wichtig ist und der mir nicht sofort aufgefallen ist. Der größte Verein in der Schweiz, Exit, hat 100.000 Mitglieder und kann mit dieser Menge von Mitgliedern die Mitgliedsbeiträge extrem reduzieren. Wir haben 300 Mitglieder. Mit so wenig Mitgliedern können wir uns alle unsere Prozesse gegen 9000 Euro auf keinen Fall leisten. Es kommt auf die Menge und wenn es in 80 Millionen Deutschland mehr Leute gäbe, die bereit sind beizutreten, müssten wir auch nicht so viel Geld verlangen. Bei uns ist es eben so, wenn jemand sterben möchte, dann sofort. In der Schweiz ist es eine Fürsorge und Leute treten dem Verein bei, weil es sich gesellschaftlich gehört, an Fürsorge zu denken. Und das macht die Kosten eben enorm. Sehr wichtig, ja, genau, ein wichtiger Aspekt. Also, herzlichen Dank für das offene Wort. Und jetzt über Ihre Mitgliedsanträge da draußen. Nein, den Fehler machen wir als HVD auch immer. Weiß es auch nicht. Wenn man Mitglied werden möchte, kann man es ja machen. Also, ist nicht nur Internet? Natürlich. Ja, Sterbehilfe. Sehen Sie, es gibt Materialien bei uns, ja. Unsere ethischen Grundsätze, unsere Satzung und das Gesetz ist alles hier ausgedruckt. Unten sehen Sie unsere Adresse in Zürich und unsere Telefonnummer. Wenn Interesse besteht, dann bei der Website. Ja, bitte. Die 9000 muss ja derjenige aufbringen, der quasi sie gleich beansprucht. Wie ist das mit Mitgliedern, die das auf lange Sicht planen? Es gibt die Möglichkeit, also es gibt einen Vorstandsbeschluss, Leute, die nicht sofort sterben möchten, sondern eher als Fürsorge, gibt es die Mitgliedschaft mit einem Jahr Frist. Das heißt, das Verfahren fängt frühestens in einem Jahr nach der Mitgliedschaft und da ist die Höhe der Mitgliedschaft 3000 Euro. Okay. Also, jetzt zu Hartmut Green. Wir gehen nach wie vor davon aus, liebe Freunde, liebe Damen und Herren, dass wir ja hier, außer wenn man mitgeht, bei Sterbehilfe Deutschland sind, noch lange warten können, dass sich hier in Deutschland etwas ändert. Wer weiß, aber
es ist wichtig zu wissen, dass es eine alternative Methode gibt, die auch zum Tode führt, die aber so eine Grauzone darstellt. Einerseits auch als Suizidhilfe tatsächlich gilt, wenn auch atypisch, weil sie sehr ähnlich der gebotenen Sterbebegleitung entspricht. Und das ist das ärztlich begleitete Sterbefasten, wozu ich jetzt Hartmut Klehn das Wort erteilen möchte. Ja, es geht jetzt also doch mal ganz anders. Also ich bin in juristische Auseinandersetzung bisher nicht verwickelt worden. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir nicht sicher sein kann, dass nicht irgendwann ein wild gewordener oder also auch ein sehr fleißiger Staatsanwalt dann also doch eine Klage einreicht. Ich mache es ganz konkret, denn ich habe also Sterbebegleitungen schon etliche gemacht, bei denen also der Patient aufgehört hat mit Essen und Trinken. Und das geht nicht ohne Voraussetzungen. Also ich mache ein Vorgespräch, bei dem ich dann also auch immer sehr gerne alle Angehörigen dabei habe. Einmal ist das mir immer ganz wichtig, dass ich also die ganze Atmosphäre mitnehme, dass ich also sehe, in welchen Umständen der Betroffene lebt und wie also auch die Angehörigen sich also zu diesem Wunsch, aus dem Leben zu gehen, stellen. Das kann unter Umständen also auch durchaus schwierig werden, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass da die Situation eigentlich immer sehr positiv dann also auch läuft. Also man muss ein bisschen was dazu tun. Ich bemühe mich immer, sehr offene Fragen zu stellen. Das heißt, ich lasse eigentlich nicht zu, dass man eine Frage nur mit Ja oder Nein beantwortet, sondern die Betroffenen sollen selber erzählen. Also beispielsweise, was sind ihre Gedanken zum eigenen Tod? Und der Rahmen, in dem dann das läuft, der ist also eigentlich nach hinten immer offen und die Betroffenen sollen sich also wirklich so äußern können, dass sie das Gefühl haben, sie sind wirklich gehört worden. Ich habe in späteren Zeiten also diesen schönen, sehr sperrigen Begriff der partizipativen, ich kriege es jetzt schon wieder nicht zusammen, Entscheidungsfindung ist es, ja. Partizipative Entscheidungsfindung. Entschuldigung, aber das ist jetzt. Also für mich ist es so, dass ich da also in solchen Gesprächen hinterher eigentlich erwarte, dass man den allen Betroffenen wirklich also auch in die Augen sehen kann, dass das also wirklich auch akzeptiert ist, was beschlossen worden ist. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ich dann frage. Also es geht vor allen Dingen um den körperlichen Zustand. Beispielsweise ist es sehr hilfreich, wenn ich aus dem Krankenhaus einen Bericht dann vorgelegt bekomme und ich da auf die Art und Weise sehe, was also so medizinisch sich tut. Ich frage nach der sozialen Eingebundenheit. Gibt es Pflegende, gibt es Angehörige, gibt es also die Möglichkeit, dass also ein Mensch nicht alleine ist? Und es geht auch immer wieder darum, die Festigkeit des Sterbewunsches dann also auch abzufragen. Das ist in den seltensten Fällen heikel, aber es kommt immer mal wieder vor, dass sozusagen das ein Thema ist, über das der Betreffende dann also vor allen Dingen im Beisein von Angehörigen nicht richtig offen sprechen kann. Für mich ist es immer wichtig, dass diejenigen, die also ihre Klagen dann also geäußert haben, dass ich da also auch dahinterher forsche, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt zu einer Hilfe. Und es gibt Beispiele, es ist gar nicht so selten gewesen, dass ich dann gemerkt habe, also die betroffene ältere Dame hatte Rückenschmerzen und hatte in ihrem ganzen Leben noch nicht ein einziges Opiat verschrieben bekommen. Ich habe dann mit dem Hausarzt geredet, der hat ihr dann also auch das entsprechende Rezept ausgestellt. Und daraufhin ist die dann also wieder mobil geworden und hat also 2 Jahre lang tatsächlich dann also noch ihres Lebens gefreut. Und ich bin irgendwann eines Tages zum Besuch gekommen und dann hat sie mir eröffnet, ich habe seit 2 Tagen nichts mehr gegessen und getrunken. Und sie hat dann also auf die Art und Weise dann also ihren Vorsatz dann umgesetzt. Ich habe also eine Checkliste, ich lese das jetzt nicht alles im Einzelnen vor, die ich dann also auch allen vorlege, weil
Mir ist wichtig, dass dann also alle Äußerlichkeiten dann also auch wirklich auf die Art und Weise erfüllt sind, dass da nicht irgendwelche Pannen passieren können. Weder gegenüber der staatlichen Seite, also der Polizei beispielsweise, oder auch dass Angehörige dann also vielleicht also doch irgendwie versuchen, noch auf irgendeine Art und Weise dann also dem Betroffenen umzustimmen. Und es gibt also viele Punkte, also Mundpflege ist so einer von den Punkten, die ich jetzt also auch nicht konkret ausführe, weil es gehört also zur Palliativpflege, dass da also auch eine effektive Mundpflege dann durchgeführt wird, denn nur durch die Trockenheit der Schleimhäute wird ein Durstgefühl vermittelt und mit einer guten Pflege der Schleimhäute tritt das Durstgefühl sehr stark in den Hintergrund. Also zum Verlauf kann man sagen, also in dem Augenblick, wenn dem Patienten dann also die Kalorien entzogen werden, viele von Ihnen werden das kennen, das ist dann also das Fasten. Das ist ja verbunden mit so einer gewissen Laschheit, aber auch so einer sanften Euphorie. Und das ist auf die Art und Weise schon sozusagen eigentlich auch ein ganz schöner Einstieg. Viele machen es eben so, dass sie nicht gleichzeitig aufhören zu essen und zu trinken, sondern erstmal die Essenszufuhr einstellen und dann also nach einer gewissen Frist dann also auch nicht mehr Flüssigkeiten zuführen. Dieser Wasserentzug, der führt dazu, dass die Nieren nicht mehr arbeiten und ein Nierenversagen ist unter Ärzten anerkannt eigentlich eine Art und Weise aus dem Leben zu scheiden, die von allen dann wirklich also auch als möglichst angenehm und möglichst komplikationsfrei erlebt wird. Weil es gibt dann also einmal eine Erniedrigung des Blutdrucks, werden dann also auch Ketone im Körper angesammelt, die dann also auch so eine stärkere Müdigkeit mit sich bringen. Und auf die Art und Weise sind dann die Phasen der Wachheit, die werden immer kürzer und die Schlafphasen werden immer länger. Und im typischen Fall tritt dann der Tod durch einen Herzstillstand ein. Das Sterbefasten ist eine Methode, bei der also auch in dem Augenblick, wenn jemand dann Bedenken hat, also es ihm dann also doch mit einmal das Leben wichtig ist, gibt es zu einem bestimmten Zeitpunkt noch die Möglichkeit, das also wieder umzukehren. In dem Augenblick, wo ein Mensch dann also trinkt und isst, kann er also wieder sein altes Leben in vollem Umfang aufnehmen, es sei denn, dass also die Grundkrankheit ihm dann also auch die Lebensbegrenzung dann also auch schafft. Ich habe auch erlebt, dass beispielsweise dann einer, der also auch schon im Sterbeprozess begriffen war, dann Besuch bekam und wollte mit dem unbedingt noch ein Gespräch führen. Und mit einer entsprechenden Flüssigkeitszufuhr ist also der Wachheitsgrad wieder dann als zu wecken. Und es kann dann also auch gegebenenfalls auch ein längeres Gespräch geführt werden. Für mich ist es unheimlich wichtig, dass also in im ganzen Umfeld sowohl die Verwandten, die Angehörigen, die Pflegenden, der Arzt, also auch mit dem Weg, den also der Sterbefastende dann eintritt, dann also auch einverstanden sind. Das ist dann immer also sehr unangenehm, wenn irgendjemand dann einem, der also auch schon sozusagen auf dem halben Weg, also geschwächt dann also mit einmal gegenübertritt, und sagt, du kannst sowas nicht machen. Also da setze ich eigentlich alles dran, um so einen Schritt dann wirklich also auch unmöglich zu machen. Wichtig ist mir auch, dass Angehörige mit einbezogen werden. Also ich rede mit denen auch. Also es ist ja manchmal so, dass mehr oder weniger dann also auch Zustände eintreten, die dann also auch verunsichern können. Also es gibt beispielsweise unwillkürliche Bewegungen oder es gibt dann also auch so Geräusche, die also auch schwer interpretierbar sind. Und in dem Augenblick, wo man mit den Angehörigen darüber redet, lässt sich so etwas dann also auch immer wieder auflösen, sodass da also die Ängste, dass es dem Betroffenen schlecht geht, dann also auch entkräftet werden können. Also für mich ist auch eine der Aufgaben, die ich also für mich selbst stelle, dass die Angehörigen also auch so gut begleitet sind,
dass sie wissen, dass also sozusagen dieser Prozess eigentlich ein ganz natürlicher physiologischer Vorgang ist, der ja also eigentlich auch immer abläuft. Aber die sozusagen das Beispiel, dass die Eltern dann also durch Sterbefasten dann auf eine ganz ruhige Art, also aus dem Leben gegangen sind, da verknüpfe ich immer die Hoffnung, dass tatsächlich dann also auch das eigene Sterben nicht mehr mit diesem Gefühl einer Angst belegt wird. Ich denke mal, ich habe das soweit jetzt zusammengefasst, dass da also auch das Wesentliche gesagt ist. Also ich fasse mal kurz zusammen, das Sterbefasten gewährt die Möglichkeit, den Zeitpunkt des Ablebens selbst zu bestimmen. Der Verlauf ist in weit über allen Fällen dann also auch sehr sanft und so, dass es also auch für alle möglich ist, die da in der Umgebung sich aufhalten, das also auch zu beobachten, ohne also sich unangenehm berührt zu fühlen. Es kann also kurzfristig unterbrochen werden und also der Vorgang ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt also auch umkehrbar. Also der Paragraph 217 ist also momentan so eine Art Damoklesschwert, wo unser einer sich also auch immer wieder fragt, gibt es irgendwann eine Eingabe, dass also mit einmal ein Staatsanwalt dann also auch eine Klage erhebt und der Kollege Turowski wird das gleich also auch nochmal auf die dramatische Art und Weise schildern müssen, dass also in dem Augenblick, wenn ein Staatsanwalt in einer Sache, die also auch um Leib und Leben geht, dann also auch eine Anklage erhoben wird, dann geht es immer gleich zum Landgericht, das heißt, dass Kosten quasi vernichtend sein können. Auch bei Freispruch. Auch bei einem Freispruch. Das ist dann also auch das, was also eigentlich die wenigsten wirklich wissen. Und auf die Art und Weise, also ich... Rechtsanwaltskosten. Ja, Rechtsanwaltskosten. Ich drücke also unheimlich die Daumen und hoffe, dass dann also auch das Bundesverfassungsgericht jetzt die vielen Eingaben gegen den Paragraphen 217 also zum Ansatz nimmt, also diesen Paragraphen abzuschaffen. Da sind aber Juristen der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht passiert. Also der günstige, vorstellbare Fall wäre, dass dieser Paragraph 217 nie angefasst wird. Okay, herzlichen Dank. Möchten Sie anfangen, erstmal die Geschichte Ihrer Patientin zu erzählen? Ich erzähle über die Krankengeschichte und meinen Prozess. Ich war ja hausärztlich tätig, wie Sie gehört haben, bis 2015. Und im Februar 2013 hat eine Patientin mich gebeten, ihr beim Sterben zu helfen. Die war erst 44 Jahre alt, hat aber 28 Jahre massiv gelitten an heftigsten Bauchschmerzen, hatte sämtliche Therapien durch, sowohl die klassischen Behandlungsverfahren, Fachärzte besucht noch und noch, war in Kliniken, hatte drei Psychotherapien durchgemacht, eine Psychoanalyse, hatte zusätzlich alle alternativmedizinischen Behandlungen versucht, nichts hatte geholfen, es ging ihr immer schlechter. Sie hat in ihrer Vorgeschichte auch schon 5 Suizidversuche gehabt. Die kam also im Februar 2013 auf mich zu, hat mich gebeten, sie zu unterstützen und auch in ihrer Einstellung ganz klar gesagt, wenn ich das nicht tue, dann legt sie sich auf die Schienen der S-Bahn. Also ein ganz schlimmer Gewaltsuizid, den sie, denke ich, auch durchgeführt hätte. So verzweifelt war sie. Ich war in dieser Lage, mein ärztliches Gewissen hat gesagt, ich kann die Frau nicht allein lassen. Das ärztliche Gewissen, auch das Gewissen der Humanität, auch
es war auch eine Forderung der christlichen Nächstenliebe, diese Frau zu unterstützen. Ich habe ihr also geholfen, Tabletten verschrieben, die Tabletten genommen und mir eine SMS geschrieben. Ich habe alles geschluckt. Das war abgesprochen und sie hatte mir die Schlüssel ihrer Wohnung gegeben und ich sollte sie dann die nächsten Stunden begleiten, beziehungsweise Tage. Und glücklicherweise hat sich dieses Sterben 58 Stunden hingezogen. Warum auch immer, obwohl sie eine mehrfach tödliche Dosis eines sehr starken Barbiturates genommen hatte. Durch unglückliche Umstände war dann die Polizei involviert. Ich möchte das ein bisschen abkürzen und jetzt nicht erklären, warum, aus Zeitgründen. Jedenfalls bekam ich dann ein Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft, ein Durchsuchungsbefehl der Praxis. Ich war damals im Urlaub, meine Helferin hat mich ganz aufgeregt angerufen. Hier ist die Kripo, drei Beamte und die wollen die Praxis durchsuchen, was soll ich denn machen? Ich habe dann ein Telefonat mit einer Kriminalbeamtin geführt, die wollten nur die Krankenakte haben, haben die beschlagnahmt und die Sache war erledigt. Also zum Glück nicht meine Praxis auf den Kopf gestellt worden. Ich habe mir dann gesagt, ich habe nichts Böses getan, nichts Ungesetzliches. Erstens, Suizidbeihilfe war, wie schon mehrfach gesagt, 2013 kein Straftatbestand. Und etwas tun gegen den erklärten Willen eines Menschen, eines Patienten oder auch eines Sterbenden wäre strafbar gewesen. Insofern, die können ruhig ermitteln, das verläuft im Sande, das Verfahren wird eingestellt, war ich der festen Überzeugung. Ich wurde dann erst ein halbes Jahr später nach dem Tod der Frau vernommen, fast 3 Stunden bei der Mordkommission in der Kaltstraße. Habe auch immer noch gedacht, mir passiert nichts. Und 2,5 Jahre nach diesem Todesfall habe ich dann doch noch eine Klageschrift erhalten. Der Anklagepunkt lautete Tötung auf Verlangen durch Unterlassen. Also allein schon die Formulierung hat mich etwas schockiert, die Klage an sich sowieso. Aber Tötung auf Verlangen impliziert ja, ich habe einem Menschen irgendwas appliziert. Ja? Die Frau hat aber immer jederzeit die Tatherrschaft gehabt. Sie hatte das Mittel, konnte immer noch entscheiden, nehme ich es, nehme ich nicht. Sie hat entschieden, ich will nicht mehr. Ich nehme es. Entscheidend ist dieses Tötung auf Verlangen durch Unterlassen. Also das beinhaltet, ich hätte im bewusstlosen Zustand die Patientin retten müssen, sagt die Staatsanwaltschaft. Man versteht es nicht. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum ich die Klage erhalten habe, weil das so widersinnig ist. Ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt dann einen Anwalt genommen, einen renommierten Berliner Anwalt auf Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, Dieter Gräfe. Der hat gleich gesagt in unserem Erstgespräch, ich würde gern diesen Prozess bis zum BGH durchziehen. Eine Kämpfertype. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich will keine Hauptverhandlung. Wir wollen uns darauf beschränken, die Hauptverhandlung abzuwenden, dass es gar nicht zur Verhandlung kommt. Er hat das auch eingesehen und entsprechende Schriftstücke verfasst. Das ging hin und her. Unser Schreiben, das Gericht, Staatsanwalt hat widersprochen. Und dann kam dieser Punkt vor das Landgericht, vor eine Kammer des Landgerichts, ist das intern besprochen worden, nach der Aktenlage. Und der Beschluss lautete, keine Straftat, die Sache ist erledigt, der Fall ist abgeschlossen.
Ich war erleichtert und froh, meine Frau auch. Aber da haben wir uns geirrt. Es kam sofort ein Widerspruch der Staatsanwaltschaft gegen diese richterliche Entscheidung. Und dann auch wieder Schreiben zwischen Herrn Gräfe und Gericht hin und her. Schließlich ging die Sache an die nächste Instanz, ans Kammergericht in Berlin. Die haben intern darüber verhandelt und entschieden, es soll eine Hauptverhandlung stattfinden vor einer großen Strafkammer des Landgerichts Berlin. Das war jetzt mein Prozess. Prozessbeginn war Anfang des Jahres, am 11. Januar, unter einer enormen Pressebeteiligung. Da war ein Rieseninteresse, auch von Seiten meiner Umgebung, Patienten, Kollegen und so weiter. Eine riesige, es waren dann in den Zeitschriften auch Kommentarspalten geschaltet, auch beim RBB in der Sendung, und es war ein riesiges Echo von zustimmenden Kommentaren, Zustimmung zu meiner Tat, meiner Untat und Empörung über die Anklage an sich. Also das hat mich natürlich sehr gestärkt und gefreut, und ich danke hier mal in diesem Kreis allen, die mich darin unterstützt und mir geholfen haben und so Solidarität gezeigt haben. Das war also umwerfend und ganz toll. Ja, dann kamen es waren ursprünglich 4 Verhandlungstage angesetzt, inzwischen sind es dann 9 geworden, durch zusätzliche Zeugen, durch zusätzliches Gutachten. Das ist also wahnsinnig ausgewalzt worden, obwohl ja eigentlich die Rechtslage klar war, wie ich eingangs schon sagte. Am 7. März, also 8 Wochen nach Eröffnung, waren dann die Plädoyers. Da war interessant, dass die Staatsanwältin abgerückt ist von dem Vorwurf der unterlassenen Hilfe. Ja, also nach der aktuellen Gesetzeslage hätte ich keine Rettungsmaßnahmen ergreifen müssen. Ja, also die ursprüngliche Anklage ist sozusagen fallen gelassen worden. Ein Tag später war dann die Urteilsverkündung, Freispruch. Und wieder massive Presse. Meine Frau hat einen Tag später alle Berliner Zeitungen gekauft. In jeder Zeitung war eine mehr oder weniger umfangreiche Notiz über meinen Fall. Und Fernsehen sowieso. Also schrecklich. Gut, das Urteil, das schriftliche Urteil, sollte ja 4 Wochen nach dem mündlichen zugestellt sein. Es kam erst mit 6 Wochen Verspätung, also 10 Wochen nach der Urteilsverkündung. Das lässt natürlich auch so ein bisschen schließen auf die Organisation bei unseren Gerichten. Das Urteil ausformuliert, rechtlich denke ich sehr ausgewogen, auch mit dem Tenor, ich hätte nicht das Recht gehabt, Rettungsmaßnahmen einhalten zu müssen. Das heißt, es wäre Unrecht gewesen, wenn ich es getan hätte. Insofern der Freispruch. Jetzt hatte die die hatten gleich einen Antrag gestellt auf Revision, gleich nach der Urteilsverkündung, hatten jetzt nach dem schriftlichen Urteil 4 Wochen Zeit, die Revision zu begründen. Meine leise Hoffnung war jetzt, die haben eigentlich keine Gründe, das Urteil jetzt umzukippen, und die ziehen ihren Antrag zurück, aber da habe ich mich auch getäuscht. Jetzt vor einigen Tagen kam die Revisionsbegründung mit dem Tenor, die Garantenpflicht des Arztes gebietet es, einem Patienten, der jetzt im Koma liegt, nicht mehr reagieren kann, obwohl er nicht gerettet werden möchte, ihn zu retten. Also gar nicht nachzuvollziehen. Ich schließe daraus, dass die Staatsanwaltschaft einen Grund finden möchte, dass eine höchstrichterliche Entscheidung beim BGH erfolgt, weil nämlich eine uralte Entscheidung vom BGH von 1984
existiert, die, der noch nicht widersprochen wurde. Und das ist wahrscheinlich das eigentliche Motiv der Anklageseite, das jetzt höchste Gerichtsgremium zu heben. Und Herr Gräfe hat dann auch das, was er ursprünglich wollte? Ja. Also wir würden Ihnen allen dankbar sein. Wir haben ja auch gedacht, dass dieser uralte Bundesgerichtshofsspruch von 1984 irgendwie in der Versenkung verschwunden ist und es längst andere Urteile allerdings von unteren Gerichten gibt. Aber wie sich zeigt, schwebt das Damokles Schwert immer noch und insofern können wir allen nur dankbar sein, dass Sie tatsächlich bis zum BGH dann quasi gehen müssen. Darf ich noch was sagen zu dem letzten Punkt, den Sie ansprachen, die Kosten, damit das jetzt nicht so im Raum stehen bleibt. Die Anwaltskosten gerade für einen Strafanwalt sind also nach unserer Auffassung gigantisch hoch. Wir haben fast 30.000 Euro, so hat meine Frau und ich. Die ist natürlich genauso betroffen, obwohl sie eigentlich nichts mit der Sache zu tun hat. Sie muss da genauso büßen. Fast 30.000 Euro und können ungefähr, wenn es gut geht, 10% aus der Justizkasse bei Freispruch zurückerwarten. Das heißt, die Differenz sehe ich deswegen als gigantische Geldstrafe an, obwohl ich ja nicht bestraft bin. Aus dem Grunde haben wir uns schweren Herzens entschlossen, ein Spendenkonto einzurichten. Das ist dann ja eben auch ein Schnitt. Ihre Frau ist die Dame in der roten Jacke, das ist Frau Turowski. Ja. Ja. Untereinander ist jetzt keine Frage mehr. Jetzt das Wort des Publikums. Ihr könnt mal bitte mit aufpassen, dass niemand so blickt. Ja, das wäre gewesen, wenn Sie das Geld gar nicht gehabt hätten. Sie können ja nicht die Kritik ausschütteln. Das wäre gewesen, wenn das Geld gar nicht gehabt hätte. Den Rechtsanwalt zu bezahlen, ist die Frage. Ich habe ja einen Honorarvertrag abschließen müssen mit meinen Anwälten, den habe ich natürlich unterschrieben, insofern komme ich dann auch nicht raus. Ich muss das bezahlen, wir haben die Rechnung bezahlt und ich glaube, ich hätte dann Kredit aufnehmen müssen, natürlich, oder irgendwie eingemacht. Kriegt uns hier. Ja, aber dank der großzügigen Spendenbereitschaft, das sagten Sie ja auch ein Zeichen von Solidarität, das ist jetzt nicht nur das Geld, das hat Sie auch sehr gestärkt. Ich glaube, Sie haben sich auch bei jedem persönlich bedankt. Ich habe versucht, die Spender dann zu ausfindig zu machen, eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu erhalten und mich dann auch bedankt und hatte also Sie bezahlen die katholischen Richter vom DGH? Nein, Rechtsanwalt, seinen Rechtsanwalt, renommierten Staat. Aber die Prozesskosten? Nein, es geht nicht um die Prozesskosten. Das sind nur die Anwaltskosten. Das Gericht zahlt auch einen Teil der Anwaltskosten, aber nur soweit sie notwendig sind. Und in diesem Fall, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, war ja notwendig, wie sich zeigt. Sie müssen ja einen ausgewiesenen Experten. Waren sogar zwei Rechtsanwälte. Darum geht es. So, meine lieben Freunde und Damen und Herren, sind Sie alle sprachlos oder geschlagen? Ja, dann sehen Sie, ist die Einzige, die noch eine Frage stellt. Vorläufig, nur davor rein. Dass ja, meins ist kommt. Ich habe zum Fasten noch mal eine Frage. Zum Sterbefasten eine Frage. Ich mache es mal ein bisschen laut von hier aus. Kommt jetzt schnell. Was ist, wenn die Familie sich nicht einigt, sei es die Schwiegertochter oder wie auch immer jemand dagegen ist, hat dann der Betreffende quasi sein Selbstentscheidungsrecht verloren? Also ich habe es erlebt, dass dann also eine Uneinigkeit bei den Kindern war. Ja. Und ich habe dann also so lange mit denen geredet, bis dann also auch ein Kompromiss gefunden wurde.
Also in einem konkreten Fall sah das so aus, dass also von den drei Töchtern war einer also doch ziemlich dagegen und hatte Angst. Die waren zufälligerweise auch Krankenschwestern. Und die hat dann aber gesagt, gut, also wenn Vater das will, dann kann ich dagegen also auch nicht opponieren, aber ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich daran teilnehme. Und sie ist dann also auch, sie wohnte dann also auch nicht in Berlin, war ziemlich weit weg und hat dann also im Grunde genommen erst in dem Augenblick reagiert, als die Todesnachricht kam. Das ist eigentlich schade, weil ich denke, dass also so die Familie in dem Augenblick, wenn also der Vater stirbt, eigentlich zusammenstehen sollte. Und wenn das nicht stattfindet, also sehr bedauerlich. Sie haben davon gesprochen, dass das bei Kranken vorgenommen wird. Wie ist es beim Altersfreistoß? Wie bitte? Wie ist das beim Altersfreistoß? Wie ist das beim Altersfreistoß? Ja. Also dieses Sterbefasten ist natürlich also auch eine Methode, die anwendbar ist bei einem Menschen, der also sozusagen eine Lebenssattheit hat, der also was ich beispielsweise auch aus sozialen Bindungen so weitgehend herausgefallen ist, dass nachvollziehbar ist, dass er also einen Sterbewunsch entwickeln kann. Ich denke, da muss man schon versuchen, nochmal auf irgendeine gute Art und Weise auch zu helfen, ganz konkret zu werden und beispielsweise zu sagen, es gibt die und die Hilfen. Und wenn das dann also alles nicht möglich ist oder nicht akzeptiert wird, dann denke ich, ist es unethisch, da also die Begleitung von ärztlicher oder pflegerischer Seite abzulehnen. Der Herr in der Mitte, dann anschließend Herr Arnold, bitte. Haben Sie als Mediziner das Recht, während des Sterbefastens medizinische Hilfe zu leisten? Aber selbstverständlich. Das ist ja, also ich habe den Punkt einfach nur mal fallen lassen, aber für den Fall, dass also ein Patient unruhig wird, dass er, das kann ja also auch sein, dass da also eine Komplikation ist. Ich habe also in einem Fall hat eine der Patientinnen bei bekannten Gallensteinen hat hier eine Kolik gekriegt. Da habe ich selbstverständlich die entsprechenden Mittel so eingesetzt, dass also der Betroffene dann nicht leiden musste. Und es gibt dann also nicht nur Schmerzen, sondern es gibt Luftnot. Es gibt dann ja also auch irgendwo so eine Ungewissheit über diese Vorgänge, was wird mit mir passieren, wie geht es weiter. Und ich denke, da ist also eine großzügige Indikationsstellung, allerdings aber auch mit einer dosisgerechten Anwendung. Dann also mit Benzodiazepinen, also mit Beruhigungsmitteln und also auch Mittel gegen Angstzustände, sind genauso angesagt wie Opiate, die also auch stimmungsaufhellend sind und beispielsweise auch bei Luftnot wirklich also auch dringlich eingesetzt werden müssen. Und auf die Art und Weise, denke ich, ist es also schon wirklich auch erforderlich, dass eine ärztliche Begleitung mit dabei ist, obwohl ich immer wieder betone, das Wichtigere ist eigentlich die pflegerische Begleitung. Ja, nochmal zu Ihrem Verfahren. Nein, Sie haben da eigentlich gesagt, was ich ja nicht wenn es die Staatsanwalt wüsste, würden Sie sie fragen. Aber Sie sehen das anders. Wie machen Sie es denn nun konkret? Also Sie beraten Leute in Deutschland, entweder telefonisch aus der Schweiz, ist auch verboten. Wenn Sie es in Deutschland machen mit irgendjemandem, dass die da die Nummer von der Schweiz am Telefon weiterreicht, ist auch schon strafbar, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wie machen Sie es konkret mit Medikamenten? Begleiten Sie die Leute wirklich, wie Sie es gesagt haben, in Deutschland? Und was nehmen Sie für Medikamente? Ich will jetzt hier keine Medikamentennamen wissen, sondern wie kommen die Medikamente zum Patienten? Nehmen wir mal an, es gibt dann die Tochter oder der Ehemann die Medikamente an den Patienten weiter. Aber wie kommt der denn zu den Medikamenten? Ja, also ich kann es noch wiederholen, was ich gesagt habe. Wenn sich jemand in der Schweiz bei uns erkundigt, ist es nicht strafbar. Es ist ein deutsches Gesetz, das gilt in Deutschland, nicht in der Schweiz. Also Sie können ja schütteln, aber Sie sind ja ein Arzt und unsere Anwälte sind eine andere Meinung. Zum Thema Medikamenten, wir verwenden nach wie vor die gleichen Medikamenten, die wir auch vor 2017 verwendet haben. Ich glaube, das sind diejenigen, die auch Ihnen gut bekannt sind. Sie sind ja auch damals mit dem Dr. Spittler ganz eng der Sache nahe. Also, da wissen Sie ganz genau, um welche zwei Mittel es geht.
Und die Mittel kommen natürlich verschrieben von einem Arzt. Wir arbeiten zusammen mit Ärzten. Das ist alles ein ärztliches. Die machen sich dann strafbar. Das sind alle. Wir arbeiten mit Schweizer Ärzten, die sich in der Schweiz nicht strafbar machen. Dann bringen sie die Medikamente über die Grenze. Und das ist strafbar. Wir denken an SIG. Gut. Ja, bei SIG war es aber Natriumpentobarbital. Wir gehen davon aus, dass es nicht Natriumpentobarbital ist. Es handelt sich natürlich nicht um NPB. Ja. Es wäre strafbar. In Deutschland verwenden wir zwei andere Mittel. Es wundert mich, dass Sie so aggressiv reagieren, denn ich dachte, wir sind auf einem Boot. Dass es nicht aggressiv ist, es geht nur darum, dass ich das, ich würde es ja auch gerne machen. Aber es geht nicht. Ich brauche ja auch mit Juristen da, es geht einfach nicht. Es geht für Sie nicht, weil Sie in Berlin sind und nicht in der Schweiz in der Tat. Nicht ohne Grund haben wir in 2012. Nicht von mir. Rüberbringen. Es geht um die Leute, die das rüberbringen. Nehmen wir mal an, der Angehörige geholt ist. Ja. Dann macht er sich strafbar, wenn er damit einreist. Glauben Sie es? Es ist so. Sie können es behaupten, aber wir sind anderer Meinung. Na, dann hoffe ich, dass Sie weiterhin Glück haben für die Patienten. Also strafbar alleine wegen Zoll oder was jetzt? Also nein, nein. Weil das sind, die Angehörigen, das sind verschreibungspflichtige Medikamente, die von einem Arzt zur Verfügung gestellt werden, wo ein Rezept, wo es ein Rezept gibt. Es ist nicht so, dass der Sterbewillige selber oder ein Arzt immer die Medikamente bis zu dem letzten Moment dabei haben muss. Wenn Sie in einem Spital sind und ein Rezept einem Patienten vorgeschrieben haben, dann in der Nacht sind Sie nicht selber derjenige, sondern ein Pflegehelfer, der die Medikamente einfach dann zur Verfügung stellt und nicht Sie selber. Also die Mittel an andere zu verleihen, ist nicht strafbar. Und ob das auch. Nehme ich zur Kenntnis, freue mich. Also, es ist wirklich schwierig. Ich bin auch nicht Jurist, aber Juristin, meine Sicht der Dinge, es ist ein Straftatbestand, auch in Deutschland, was dort in der Schweiz passiert. Nur aufgrund des zweiten Teils des 217 ist es ja so, dass Angehörige, die sich jetzt der Beihilfe bei einer strafbaren Tat beteiligen, dass die straffrei sind. Und ich habe das so verstanden, dass Sie diese Lücke, weil die Angehörigen dann die Mittel von den Schweizer Ärzten in Empfang nehmen und die rüberbringen, bei dem Zoll oder der Grenzübertritt, weiß ich nicht, aber diese Angehörigen sind ja laut dem zweiten Absatz in 2017, sofern sie sich an einer strafbaren Tat beihilfemäßig beteiligen, nicht strafbar. Also das muss irgendwie diese Lücke sein. Es ist so, es steht klar Angehörige und die nahestehende Person. Und dann ist die Interpretation, wenn eine nahestehende Person ist, das lässt sich aus anderen Stellen dann weiterleiten. In der Regel sind es eigentlich fast nur andere, das ist nämlich das Problem. Das kann nicht jeder sagen, dass er nahestehend ist. Okay, also ist immer noch nicht ganz klar. Bitte schön. In der Patientenverfügung habe ich formuliert, dass ich unter bestimmten Bedingungen das Sterbefasten machen möchte. Wie komme ich zu dieser ärztlichen Hilfe, die dazu gehört? Wo habe ich das, wenn ich nur noch allein bin und meine Angehörigen nicht zur Verfügung stehen? Ich kann was dazu sagen. Das ist also so eine. Also nochmal laut die Frage, bitte. Wie kommt also ein Patient, der alleinstehend ist, in den Genuss einer ärztlichen Begleitung für den Fall, dass ein Sterbefasten begonnen wird? Also wir haben das also durchexerziert. In einem Fall war es so, dass ich einfach nicht anwesend war, konnte das also nicht diesen Vorgang begleiten. Und wir haben dann also eine Palliativmedizinerin gefunden und die hat in dem Augenblick, als es dann also wirklich also ans Sterben ging, hat die kalte Füße gekriegt. Und auf die Art und Weise war es mit einmal so, dass das also eine Lücke in der ärztlichen Betreuung gab. Und das hat sich dann, also Gott sei Dank, dann also auch noch so aufgelöst, dass das im Grunde genommen nur 24 Stunden einer Karenz war. Und dann habe ich dann also auch noch das übernommen. Und ich muss sagen, dass das natürlich dann also auch für die Angehörigen sehr unglücklich ist, dass dann mit einem Mal so ein Bruch in so einer Betreuung dann also sich ergibt.
Also ich habe ein bisschen gedauert, dass ich da also mich nicht durchgesetzt habe und dann von vornherein gesagt habe, also solange ich im Urlaub bin, sollte ich damit nicht anfangen. Ja, ich war weit weg. Okay. Müssen wir davon ausgehen, dass für den Schreiben Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit ich immer einen Arzt brauche? Oder wäre es nicht denkbar, dass ich einfach anfange, weil zu fasten ist etwas ganz Natürliches und eine Fastregel besagt, ich soll erst wieder anfangen zu essen, wenn der Hunger wiederkommt. Wenn ich dann aber auch aufhöre zu trinken, dann werde ich sterben, bevor der Hunger wiederkommt. Und wenn ich dann irgendwelche Komplikationen bekomme, dann ist es doch in Ordnung, einen Arzt zu rufen. Ich muss dem das ja nicht auf die Nase binden, dass ich jetzt einen freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit habe. Ich habe Symptome und der Arzt soll mir mit meinen Symptomen helfen. Möchte da jemand noch etwas zu beitragen, bevor du nochmal antwortest? Nein? Dann bleibt die Frage im Raum. Doch, Sie nochmal dazu direkt, bitte. Ja, ich habe das Sterbefasten schon mal begleitet. In unserer Familie gibt es eine schwere neurologische Erkrankung. Meine Schwiegermutter hat dann die Magensonde abgelehnt. Und dann hat sie aufgehört, natürlich zu essen, zu trinken, das ging auch gar nicht mehr. Und in der Schlussphase ist man schon so, sie hatten es auch erklärt, so hinweggedämmert, man könnte sich gar nicht mehr selbst helfen. Man braucht wirklich Hilfe. Aber muss das ein Arzt sein, ist doch ja, die Frage. Ja, weil sobald sie dann einen Arzt rufen und der vorher nicht involviert war, dann werden sie automatisch wieder an den Kopf gehauen. Wenn meine Patientenverfügung das verbietet? Ja, ist schwierig. Also mit uns hat damals ein Jurist empfohlen, eine Befreiung von der Garantenfrist unterschreiben zu lassen, im Beisein von einem Arzt und mit der Patientin und möglichst viele Angehörige darunter. Und danach kam dann auch die Krippe, hatten wir also auch im Haus, und die haben dann gesagt, okay, gut, es gibt eine Befreiung, es war keine Verpflichtung zu helfen, also geht. Also ich denke grundsätzlich zwei Dinge, die ich da meine, die da eigentlich dagegen sprechen. Die erste Tatsache ist, dass ich also sehr dafür bin, dass also eine Offenheit da ist, dass wirklich im Umkreis alle wissen, was abläuft, weil in dem Augenblick, wenn da also Unsicherheiten sind, man kann einen Verlauf dann also auch nicht so wirklich auf eine gute Art und Weise dann also auch lenken. Und das Zweite ist, also ich habe es erlebt, dass dann also eine meiner Patientinnen dann im Sterbeprozess eine Gallenkolik gekriegt hat. Und auf die Art und Weise war ich also in der Lage, dann also telefonisch, ich hatte dann also auch die Angehörigen unterrichtet, dass die also auch eine subkutane Infusion machen konnten, also eine subkutane Injektion, und die haben dann also quasi innerhalb von einer halben Stunde dann also auch ein verordnetes, als Bedarfsmedikament zur Verfügung gestelltes Medikament geben können. Und das habe ich eigentlich also auch in dieser Checkliste, ist das alles mit drauf, dass ich dann also auch vor Ort die entsprechenden Medikamente hinterlege. Das geht nicht ohne Arzt. Und zum Zweiten ist es dann also auch so, die meisten dieser Patienten haben ja also eine Vormedikation. Und wenn das Tabletten waren, die dann also auch mit einmal nicht mehr geschluckt werden können oder die dann also auch ihre Wirksamkeit verlieren, da ist es schon so ein bisschen was mit einer ärztlichen Kunst da, also dafür Sorge zu tragen, dass da also sozusagen ein ganz lückenloser Übergang auch realisiert wird. Also ich glaube, wir können auch die Hoffnung haben, ähnlich wie es bei der Suizidhilfe überhaupt war, dass das Thema kommt ja jetzt auch in die Palliativmedizin. Du hast ja selber hier auch Vorträge in Berlin gehalten. In der Schweiz ist es jetzt auch Gegenstand, gerade vor kurzem gewesen, der, wie heißt es da, Schweizer Medizinische Vereinigung der Ärzteschaft, die haben sich dem Thema auch gewidmet. Also je mehr wir dieses Thema
Thema überhaupt für eine Selbstverständlichkeit oder für eine normale Sache erklären, desto weniger kommt wahrscheinlich der Schock und wir wissen ja gar nicht, wie damit umzugehen ist. Also diese Hoffnung muss man, glaube ich, haben. Manfred Isemeyer. Ja, meine Frage geht so in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ja. Der juristische Kampf, den 217 abzuschaffen, ist die eine Seite. Aber ich denke, wir haben auch sozusagen einen Auftrag, gesellschaftspolitisch uns zu engagieren. Also ich habe kürzlich gelesen, in dem US-Staat Hawaii ist jetzt die Suizidhilfe legalisiert worden, weil eine Mehrheit der Bevölkerung sich dafür ausgesprochen hat und die Politik hat das jetzt in Gesetze gegossen und das ist akzeptiert. Warum ist das in Deutschland nicht möglich? Und meine Frage vielleicht auch an Sie, was müssen wir tun, damit wir so den Druck auf die Politik, auf Ärzte, Funktionäre, auf Kirchen, auf wen auch immer so erhöhen, nicht, damit wir sozusagen ein modernes Recht hier kriegen, nicht, dass die Suizidhilfe irgendwie auch legalisiert. Müssen wir jetzt alle die Sterbehilfevereine eintreten? Dann müssen wir irgendwie große Petitionen, wie der HVD in bundesweite Dichter Petitionen startet. Hatten wir alle schon mal in der Bundesrepublik, aber als es um Schwangerschaftsabbruch ging, haben Prominente sozusagen ihren Namen dafür hergegeben und es hat dann irgendwie 10 Jahre gedauert, dann war der Schwangerschaftsabbruch legalisiert. Also was müssen wir zum Thema Sterbehilfe tun, damit wir endlich mal ein Stück weit vorankommen und nicht Sie sozusagen das juristisch ausbaden müssen? Gibt es da Lösungen? Ja, Lösungen gibt es nicht, aber Wege. Ich möchte mal etwas sagen zu den USA. Es gibt ja in Oregon, der Staat Oregon, schon seit 1997 eine ganz klare Gesetzgebung, wo sterbewillige Menschen über ein Stufenverfahren das tödliche Medikament erhalten können, mit Einbindung von mehreren Ärzten, psychiatrischen Gutachtern und einer Bedenkzeit und einem schriftlichen Antrag, der gestellt werden muss. Die kriegen dann dieses Medikament und können es nehmen oder auch nicht. Und es hat sich gezeigt, dass ein Drittel dieser Menschen dieses Medikament nicht genommen haben. Das zeigt eben auch, dass diese Sorge der möglichen Hilflosigkeit und diese Angst darum so groß ist, dass das allein schon sehr beruhigend wirkt, dieses Mittel im Schrank zu haben, ohne es dann nehmen zu müssen. Sowas und andere US-Staaten haben das übernommen, die sagten eben Hawaii, es sind glaube ich noch etliche andere. Sowas ist eben auch zu fordern für die Bundesrepublik Deutschland. Ich kann nur das bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, das ist bei uns mit unseren Mitgliedern nicht anders. Alle, viele, viele Leute, die bei uns grünes Licht bekommen haben, die Zusage, dass wir unter Umständen helfen, haben einfach dann auf die künftige Hilfe verzichtet. Denn mit dem Gefühl, eines Tages die Hilfe zu bekommen, muss es nicht sofort sein. Und vielleicht noch Ihre Frage zu beantworten, wie wir einen Beitrag dazu leisten könnten, oder wir alle. Wir haben natürlich die teure 9.000 € Mitgliedschaft, aber auch die sehr preisgünstige Fördermitgliedschaft gegen 40 € im Jahr. Für 40 € im Jahr kann man einen Verein wie uns auch unterstützen und damit nicht nur unseren Verein, sondern auch unser politisches Engagement. Also da fand ich jetzt mal aus meiner Rolle als Moderatorin ein bisschen raus, weil ich ja dieser Kampf gegen diesen 217, wir hatten ja ein Bündnis auch mit verschiedenen Organisationen, sehr stark miterlebt habe. Also aus meiner Sicht ist der Grund dafür erstens, man weiß nicht, welche Forderungen man in Deutschland stellen soll. Verschiedene Organisationen, wir haben hier auch ein bisschen hier so, schon mal so Unstimmigkeit jetzt gerade eben erlebt, ob es jetzt die DGHS ist, ob es, weiß ich nicht, HVD ist, ob es Sie sind. Wir sind uns ja gar nicht einig. Welche Regelung wollen wir denn eigentlich in Deutschland? Soll es jetzt die Horizont-Regelung sein? Wobei ich sagen würde, Vorsicht, das ist ja auch eine Einschränkung, weil dort bekanntlich man schon todkrank sein muss. So,
soll es jetzt für sechs Monate Lebenserwartung soll es jetzt auch für den Alterssuizid sein? Oder soll es überhaupt strengste Kriterien sein? Soll man die Sache freigeben, wie wir es vorher hatten? Ja. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn wir uns alle einig wären, auch gerade das Gesetzgebungsverfahren hat wirklich daran gekrankt, dass die Verwirrung so groß war, wahrscheinlich gewollt. Wir hatten 4 Gesetzesentwürfe und da hat also wirklich kein Mensch mehr durchgeblickt und in den Medien immer nur, ja, 4 Gesetzesentwürfe. Also wir sollten uns zumindest darauf einigen, raus aus dem Strafrecht. Was wir dann für eine Regelung haben, ob zivilrechtlich oder sonst wie, kann man jetzt einzeln nicht sagen, aber das sollte eine gemeinsame Forderung aller. Ich denke, in Deutschland haben wir ja besondere Verhältnisse. Es ist inzwischen so, dass ja die Justiz und also auch die Judikative, also die Gesetzgebung, ist sehr viel progressiver als die Ärzte. Das zeigt sich also, wenn man Herrn Montgomery beispielsweise dann also nochmal zitiert. Ich erinnere noch, dass also der frühere Bundeskammerpräsident Dietrich Hoppe, der hatte also eine sehr, sehr viel progressivere Einstellung. Und ich denke mal, es ist so, dass also Ärzte nach wie vor an vielen Stellen also blockieren, dass da also die Meinungsumfragen, die ja dann also den Willen der Bevölkerung zu einer sehr, sehr viel liberalen Lösung dann eigentlich nahelegen sollten, dass die das trotzdem blockieren, weil sie selber, also ich weiß nicht aus welchen Gründen, ja, nicht nur standesrechtlich. Ich denke also auch, dass da so die Kirchen auch eine unglaubliche Rolle spielen und dass also beispielsweise dann auch sozusagen die Manövriermasse, die also so in den Krankenhäusern vorhanden ist, da also auch nochmal sehr träge dann also einer besseren Entwicklung wirklich im Wege steht. Und also dagegen Kampagnen zu machen, fällt schwer. Also einer von den Punkten, was ich beispielsweise also auch sehr schwierig finde, ist, dass also die Kirche nach wie vor in vielen Krankenhäusern und Altenheimen dann also auch federführend ist. Und was da so passiert, inwieweit da also diese finanziellen Regulierungen also auch eher mal im Dunkeln stattfinden. Ich denke, wir leben in einem Kapitalismus. Ich nehme fast an, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir da Machenschaften aufdecken. Also über finanzielle Schiene da also auch so einiges bewegen. Und da sind wir ja dran, das wäre unser nächstes Thema. Ja, okay. Ja, war meine Überleitung. Wahrscheinlich in der Orania wieder. Ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr, es ist auch kein dringender Bedarf. Ich möchte gerne dem Veranstalter, dem Journalismus-Stiftung, sehr, sehr herzlich danken. Der Eintritt war ja hier frei. Ich sagte gerade Orania, ich weiß, dass eine ähnliche Veranstaltung in dieser Besetzung dort wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen wäre. Wenn ja, zahlen Sie 9 Euro. Sie haben jetzt nichts bezahlt. Ich kann das sagen, weil ich hier nicht pro domo spreche. Da draußen steht die kleine Spendenbox. Ja, auch ich darf mich recht herzlich bei Ihnen, bei euch bedanken. Ich denke, die auf der Bühne haben dickes Applaus.